Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempelt mit dir. Heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Ich hatte da eine Idee und ja, das ist einfach erstaunlich, was daraus geworden ist. Und ihr seht auch schon die Produkte dazu. Ja, dadurch, dass es sich um einen Stern handelt, gibt es natürlich auch noch mal so ein bisschen das Schneegestöber. Weil manche ja auch so ein bisschen wie Sterne ausschauen. Das ist einfach eine Verzierung. Wie gesagt, ihr habt da noch ein paar Tage Zeit für, dass ihr die bekommen könnt. Genau. Und was ich diesmal eingesetzt habe, ich habe das schon ein Weilchen liegen. Und mir ist da auch noch nicht so richtig was so eingefallen, außer das, was man halt im Katalog sieht. Aber diesmal habe ich wirklich eine Idee dafür. Und das wird ein Stern. So, Eglitz-Formen, lagenweise Buchstaben sind das. Die sind ja alle so versehen mit diesen Teilen da oben und unten. Und das lege ich mir auf mein Papier und dann wird es so eingesetzt. Werden wir auch nachher ein paar Mal machen. Und zur Hilfe, weil ich fand das nicht ganz einfach. Zumindest lagen die so bei mir drin. Habe ich immer die Buchstaben da noch mit dran gezeichnet. Genau, ja, so dass man wirklich schneller findet, was man braucht. Ja, das Set könnt ihr mit Stempel natürlich auch bekommen und ist in einem Katalog auf der Seite einmal nur die lagenweise Buchstaben auf der Seite 218. Die gibt es jetzt. Die nächsten paar Stunden, das heißt den 28. auch als 10% Rabatt ohne die Buchstaben. Seite 174 sind dann auch noch die Buchstaben dabei. Das Stempelset, das ist schon ein großes Set. Genau, da haben wir das. Das Linnet-Alphabet, wie gesagt, das ganze Set mit 10% Rabatt oder wie. Gibt es natürlich jetzt auch noch diese Eglitz-Formen. So, wird ein bisschen hin und her gehen, damit wir das auch wirklich zusammenkriegen. Aber jetzt möchte ich euch natürlich auch zeigen, was ich da gemacht habe. Und zwar, ja, leider kann man es in Liegen nicht ganz so toll sehen, aber wenn es halt hängt, sieht es wunderschön aus. Legt euch da mal hin. Ja, da habe ich in der Mitte auch noch einen Kreis und aus den Stickformen oder Stickmuster die größte runde Form rausgenommen dafür. Ja. In der Mitte den Schneeflockenschweif und ein bisschen verziert. Und witzig ist, da steht jetzt einfach der Stern dran. Und wenn man die ausschneidet, sehen die gar nicht so aus, weil ich habe das ja noch umgeknickt. Ist auch ein bisschen dreidimensional. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Da kann man natürlich auch noch ein paar Sterne hinkleben oder Schneeflocken, wie auch immer man die bezeichnen möchte. Genau, selbst da könnte man auch rein tun. Genau. Und ja, sieht einfach wunderschön aus. Aber da ist ja natürlich auch noch auf dem Foto zu sehen. Okay, jetzt geht's an die Arbeit sozusagen. Ja, was wir brauchen, ich habe diese zweite Version, den Spruch, das habe ich noch gar nicht gesagt, eine schöne Weihnachtszeit, voll Freude und Besinnlichkeit, das kommt, besinnlicher Advent, da habe ich dies rausgenommen. Den Stempel und natürlich auch in dem Fall mit Gold embossed und nachher mit Kupfer, weil wir nämlich den anderen Stern in Kupfer machen. Mein Gold geht mir aus. Und ich habe das zwar bestellt, aber es ist noch nicht gekommen. So. Wir werden das nebeneinander legen müssen. Ich hoffe, dass es klappt, dass man da auch wirklich arbeiten kann dann. Ja, mal alles, hoffe, dass wir alles im Bild haben. So. Dieser Streifen ist, ihr seht, 30,5. Ne? Klassisch. Die gesamte Länge von dem Papier. So, und hierbei schneidet ihr bei 14 cm ab. Und in Inch ist es 5 cm.
1,5 Inch. Ja, das ist unser Maß. Ganz bestimmten Grund, dass es genauso ist. Aber natürlich passt es ja erstmal besser rein. Aber darum geht es nicht. Sondern ich will ja meine ganzen Streifen, die ich ja hier habe, die sollen ja alle gleich sein. Ja, dass man das wirklich gleich hat. So. Ich werde das vielleicht mal neben zwischendurch immer ranholen müssen. Und so, fangen wir da mal an. Erstmal nehmen wir das S und unseren Rahmen dazu. Hier sind zwei kleine Linien, Markierungen, und das legt ihr euch genau an diesen Streifen ran. Unser erstes Teil ist schon, wenn wir mal schauen, wie weit wir nach unten hingehen können. Ja, das passt. Ja, denn genau in diesem Bereich, nicht hier ist der Ausschnitt, sondern da, wo die Erhebung ja ist. So, da habe ich hier also noch ein bisschen Platz. Also sparsam mit dem Papier umgehen. Wir brauchen ja ein bisschen. Okay. Natürlich auch so, dass es wirklich ganz drauf passt. Ja, die Platte sollte ich dann schon dabei haben. Da habe ich mal eine fast ganz neue. Da kann man dies besser sehen als mit der benutzten. So, das ist das Entscheidende. Und dann mal gucken, wenn das so ein bisschen verschoben ist. Müssen wir das nochmal ranholen, weil eigentlich ist es so, dass diese beiden genau passen. So. Ja, hab das Gefühl, man kann es noch nicht ganz sehen, ich muss es doch nochmal verschieben. Ja. Okay. Da ist entscheidend, dass alles drauf liegt. Ja, schon durchkurbeln. Und es auch hin und zurück machen. So. Okay. Da haben wir schon das erste Teil. Gleich abgestürzt, legen wir uns mal seitlich hin, und diese Reste, die da sind, die nehmen wir dann für die Schneeflocken oder Sterne. Was jetzt entscheidend ist, wir können ja nicht einfach weitere machen, dann habe ich die ganzen Abdrucke. Und jetzt gehen wir rüber zu unserem Papierschneider und Falzer. Und jetzt kurz mal gucken, dass, wir noch im Bild. Dass ich noch im Bild bin, und lege mir das hier genau an. Und zwar 2 cm. Hm? Inchmäßig ist das. Oh, wo ist da? 2 cm ist noch kein ganzer Inch. Hm? Da. Nochmal entlang zählen, aber vielleicht anscheinend ein sauberes Messer. Vielleicht muss man mal nachschneiden. Beide Seiten. Immer an diese zweite Linie, die 2 cm. Den brauchen wir nicht. Und weiter und schiebt euch das da auch hoch. So. Es kann mal sein, dass wir das so ein bisschen erwischen, aber nachher ist es ja nachher weg, wenn man da einen Stern oder rausklebt. So. Diese Teil braucht ja noch eine Markierung. Der Falzer. Ich meine, ihr könnt es dann nachher auch zum Schluss machen, aber ich zeige es euch jetzt gerade am Anfang. Ihr legt genau da, einmal da in der Ecke und da in der Ecke, und dann 6 cm Abstand. Hm. Geht jetzt nicht ganz oben. Wir können auch eine Hilfe dazu nehmen. Mein Teil da liegen. Und da ist meine Linie. So, will den da rein haben.
Und das andere gesagt. Das heißt 6 cm. Legt euch das da genau hin, dass du 6 cm falzt. Das ist entscheidend. Und das müssen wir nachher bei allen machen. Da rein. Und zieht das schon nach unten. So. Da ist unsere Falzlinie. Weil die knicken wir nachher so um. Und das ergibt dann, daraus können wir einen Stern machen, weil wenn wir sie so haben, braucht es ein ganz, wird es ein ganz großes Teil, total riesig. Also es wird nicht so klein wie jetzt der Stern, den wir haben. Auf der anderen Seite genauso. Hier ist mein Teil. 6, einmal da und nach innen. Also das ist entscheidend, dass es 6 cm sind. Hm? So. Okay. Wünscht ihr euch das? Also nicht mit Falzbein. Ich würde euch das nicht empfehlen. Dann verkratzt ihr das. Das Teil, okay? So, da haben wir also das erste Teil fertig und genauso müssen wir die anderen entlang gehen. So, wieder da drunter. Dann nehmen wir das T. Genau in der Reihenfolge gehen. Da war er nicht. Ah, da ist er da hinten mit drauf. Ich kann das schon mal rausnehmen. Da ist das T. Ja. So. Wieder unser Teil. Legen wir das an und da müssen wir gucken, dass es gleichmäßig wieder ist. Und auch hier der Abstand, dann passt es nämlich am besten. Schauen wir mal, wie weit wir rein müssen. Damit man das nicht vertauschen kann, gibt es einmal hier die Rundung und einmal auf der anderen Seite das Eckige. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das so weit runterschieben, damit wir wenig Abfall haben. Okay. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich das höher mache. Irgendwie habe ich das ein bisschen verschoben. Kann sein. Also, entscheidend, also ich mache das nochmal weg, dass wir, ihr legt ihr das ja hier ein, so, dass die Abstände gleich sind, denn dann passt es auch mit den Markierungen. Hier haben wir noch genug Platz, dass das ganze Tee drauf ist. Wenn das mit euren Augenmaß nicht so gut klappt, dann nehmt euch einfach noch ein Lineal dazu. Manchmal klappt es ja auch manchmal nicht. Das machen. Und dann gucken wir durch. Unser Tee gewesen. Ja, die Seite. Ja. Ganz kleiner Unterschied. Und jetzt kommt wieder das Schneiden. Das Falten machen wir dann zum Schluss mit allen. Ja. Die 2 cm.
Okay, unser zweites. Dann brauchen wir das E. Und so arbeiten wir uns jetzt zweimal weiter vor, bis alle fertig sind. Je nachdem, wie lang das Video wird, kann sein, dass ich das schneller laufen lassen werde. Aber kann man schauen. So. Nochmal anlegen. Manchmal kann man noch ein bisschen korrigieren. So, hier ist A, da ist ein Inch. Ich glaube, man müsste den Strich nehmen. Ah, das ist dann. Hoffentlich fast nicht zu weit. Ah, passt noch. So. Ein N. Ja, schön, dass es hier drin ist, in die Form. Da. Kann manchmal so ein kleiner Knick entstehen, sonst. So. Gehen wir nochmal ein bisschen hoch, da habe ich das verkratzt. Da gehen wir lieber drauf. Also noch Möglichkeit nichts drauf haben auf die Form, weil es drückt sich ja dann auf den Kupfer ab
oder Gold, wie auch immer, was ihr verwendet. Ja, so. Manchmal muss man einfach korrigieren, was in der Mitte genau ist. Es geht nirgendwo anders hin. Da, schaut. Muss man vielleicht ein bisschen mit der Schere noch ausgleichen. Stern und dann das E. Nochmal. Da haben wir Sterne. Das ist 6 Positionen. Ah, bin etwas zu früh. Dann noch ausschneiden. Den letzten. Etwas korrigieren. Okay. Da haben wir sie. Unsere ganzen Buchstaben. Muss er dann auch gleich wieder zurücklegen. Kommt man nicht durcheinander. Das. Und das Ö. Und das T. Keiner geht verloren. Und das andere war da hinten drauf. Alles an die Seite und die Big Shot, da brauchen wir vielleicht noch ein paar andere Sachen. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. So, unser Schnitt. So. 3/4, genau, 3/4 Inch ist es. Das passt ganz gut. Muss man nicht so viel überlegen. So. Den Hauch haben wir darüber, aber das geht noch. Jetzt schauen wir mal, ob wir hoffentlich noch unseren Schwein draufkriegen. Schade, das passt nicht ganz. Doch, ja, andersrum. Das ist ja gut. Dann haben wir das gleich auch noch mit dabei. Dann können wir noch so ein paar Kleinteile mit dazu standen. Je nachdem, was passt. Und was drin bleibt wegen dem Magnet. Na, schau, haut schon wieder ab. Auch wenn es abhaut, ich arbeite trotzdem gerne mit dem Magnet. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es da noch raufkriegen. Ja. Tja. Nehmen wir da auch gleich noch welche von.
Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, doch noch, ne, geht doch, zweimal durchzuschieben, aber es geht. Irgendwie klappt die Form am besten. Jedes Mal fällt mir das auf. Okay, dann werden wir dann gleich nochmal welche nehmen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier drauf, auf die Teile. Schieben das mal ein bisschen rüber. Und dann das Ganze mehr in die Mitte. So, also nochmal 6 cm muss es sein, ne? Ich habe ja gesagt, dass wir uns das als Hilfe nehmen können. Können es auch mal umdrehen. So. Also von da, da ist ja meine 1 bis da. Das heißt, wenn ich das da einlege, muss es mir ja noch rüberschieben auf die andere Seite, weil da sind die 6 cm. Nochmal korrigieren ein bisschen. Okay, Falzlinie. Einen Falzer. Okay. Einmal. Das andere ist andersrum. Wieder da, aber nach innen hin. Da und da, ne? Die Linie. Okay. Okay, haben wir alle durch. Bei dem T kann ich das nochmal vergleichen, welche Breite ich habe. Da einmal ist es ganz oben und dann ist es die Ecke, die da hier angegeben ist. So dass ich genauso wie bei den anderen auch die richtigen Maße habe. Also da habe ich gesagt. Und dann da unten meine 6 cm. Wenn ihr unsicher seid, legt es auf dem E. Ich habe das E immer als E oder S immer als Vorgabe genommen, dass ich diese Punkte immer gleich habe. Ja. Also da ist ja der erste Teil und jetzt muss ich auf die 6 drauf. 6 cm. Da bin ich verrutscht. Schade, sieht da nicht mehr so gut aus. Oh, da muss man aufpassen. Ich werde es trotzdem nehmen. Aber passt in eurem Projekt auf. Das kann ganz schnell passieren, weil man abgelenkt ist. Vielleicht tun wir da einen Stern drauf, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Genau, dann kommt halt da mal einer mehr in die Ecke rein. Das geht dann auch wieder. Wenn man das so ein bisschen da hinlegt, ja, geht das schon. So, wir haben noch 3 vor uns.
Also da. Da vorne. Genau da in den Loch rein. Und da unten. Ah, da wäre fast schief gegangen. Das ist ja diese. Oben. Schon gesagt, warum ist denn das so lang? Nochmal korrigieren. Lieber einmal mehr kontrollieren als weniger. So, jetzt da. Auf die 6. Ihr könnt euch hier auf dem Brett auch eine Markierung machen. Das hilft dann vielleicht. Klebt euch den Zettel dann da drauf. Ich habe das jetzt so gemacht mit dem Video. Ja, hätte ich auch machen können. So. Dann werden wir die jetzt mal alle so entlang. Ich wollte einfach noch mal gucken nach dem Inchmaß, das von da nach da. Das sind 2 Inch. Das sind da, dahin 1, 2, 3. 2, 3 Achtel Inch. Wo hat man dann auch noch ein Maß dafür? Also das von da nach da sind 2, 3 Achtel Inch. Wenn man es nicht spielt. 2, 3, 8 Inch. Ja? Das ist von da nach da. Okay. 6 cm. Einmal schön flach machen alle. Mit dem Maßen. Ein Hauch ist es ein bisschen mehr. Okay. Holen wir uns das Modell jetzt nochmal ran. So, und jetzt müssen die aneinander.
Und vor allen Dingen auch richtig. Also, wir fangen mit dem S an, da oben. Dann das T. Und werden dann so aufeinander gesetzt. Ja. Es ist eine leichte Spannung drin. Nachher in dem Ganzen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann wirkt es viel dreidimensionaler. So. Und jetzt müssen wir das kleben. Dann machen wir uns ein Tombow. Und dann musst du ein bisschen antrocknen. Und bei dem Ganzen da so ein bisschen drüber her machen. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich hier schon hatte. Hier so ein bisschen drüber her. Automatisch habe ich das auf der anderen Seite auch. Okay. Wenn du denkst, das hält nicht so gut, kann man auch den nehmen. So, dann nach dem Tee das. Und dann macht ihr euch hier was drauf. Geht auch. Ja. Also es kann bei beiden etwas komplizierter sein. Da. Mal gucken. Und so 7-8 mm. Ja. Schaut, da ist es ein bisschen haltbarer, aber wenn der Tombow einmal klebt, dann hält er aber auch besser. Deswegen, das dauert ein bisschen. Gucken wir mal, ob das damit besser geht. Werden wir sehen, was nachher besser hält. Aber ich denke gerade. Dann machen wir eine Mischung raus. Also irgendwie musste ich immer so ein bisschen mischen. Ihr seht, es hebt sich schon ein bisschen ab. Okay. Mischen wir das einfach auch. Was ist das da? Möchte ich das dafür bestimmt? Schaut mal, wenn es mit dem. Ihr könnt es auch kürzen. Nach dahin, dann habt ihr 5. Ja? Also würde auch gehen. Irgendwie habe ich das, als ich das beim ersten Mal gemacht habe, hat es mit 5 irgendwie nicht so gut geklappt. Aber jetzt sehe ich, dass es auch geht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal bei meinen 6. Geht ja nicht nur um einen Stern, sondern gleich mehrere. Also wie gesagt, aber dann sieht es optisch anders aus. Ne?
Oh oh. Das war zu viel. Aha, ist ein bisschen Spannung drauf. Und da ist es etwas länger geworden. Ja. Das müssen wir kontrollieren. Ja, da ist 7. Jetzt machen wir den mal etwas kürzer. Gucken wir mal, ob wir den da reinschieben können. Ein bisschen. Okay. Hält nicht unbedingt so gut. Auch einfach ein bisschen Zeit zum Trocknen. Allein, weil da ja auch ein bisschen Spannung drauf ist. Ne? Oh, das ist sehr schade. So, einen müssen wir jetzt noch ankleben. Da. Ungefähr 6, 7, 8 mm. Also hier seht ihr, dass das jetzt nicht ganz perfekt ist, aber ich werde da was drüber kleben. Ja, auch noch ein bisschen mehr Spannung drauf. Na, das stimmt mal. Ja, in der Hand halten. Ja, man vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Ja, weigert sich, das ist ihm zu viel. Das mal so hin, wie viel das ungefähr ist. Ah ja. So. Müssen wir da noch ein bisschen korrigieren. So, und was auch hilft. Oh, das ist jetzt aber nicht so schön. Nein, das finde ich gar nicht gut. Also, jetzt habe ich ein bisschen gewartet, damit das andere antrocknet. Und das ist natürlich gefährlich. Denn dann kann man nicht mehr viel korrigieren. Aber ein bisschen lässt sich es noch korrigieren. An den Stellen. So. Okay, dass man da einfach noch mal ein bisschen verschiebt. Genau. Denn dann ist die Spannung nicht mehr so hoch. Hört? So. Und ein kleines Tuch. Ein bisschen Kleber jetzt da drauf. Das müsste dann auch noch mal mit einem Tuch korrigieren. Das geht aber danach hat man auch, wenn alles trocken ist. So. Ja. Wenn ich das jetzt bei meinem anderen anschaue, ich räume die jetzt mal weg. Ein bisschen mehr Platz. Dann können wir nämlich jetzt
alles an befestigen. Ich habe bei meinem E den Aufhänger. Dann gucken wir mal. Ja, wo habe ich denn meinen Hals? Der ist hier, da ist schon ein Faden drin. Da schreibe ich jetzt auf der Rückseite so ein bisschen Kleber dran und lege den dann hin, so dass schön in der Mitte ist. Und dann könnt ihr das hier unten drunter festkleben. Und da setzt ihr euch gleich einen hübschen Stern drauf, eine Schneeflocke drauf. So, das dürfen wir nicht zu oft drehen. Das muss erst noch ein bisschen trocknen, aber. Ha, genau, falsch rum. Der Weiße auf den Kupfer und Kupfer auf den Weißen. Ich nehme mal einen kleineren, dass der nicht rausschaut. So. Irgendwie hatte ich meine Schere in der Nähe. Machen wir den Rest ab. So. Könnt ihr euch dann die Sterne darauf verteilen. Ich habe jetzt ganz viele hier neben mir irgendwo liegen. Unten. Und da sind schon drauf. Ich noch. Ich nenne die jetzt einfach Sternepasser, aber dazu. Auch wenn es so ein bisschen mehr in Schneegestöber reingeht, aber warum, glaube ich, auch nichts gegen Sterne dazu. So. Das ist Kupfer. Da habe ich noch einen weißen gefunden. Da oben ist noch einer. Den wollte ich noch haben. Ich gehe genau nebeneinander. Ein bisschen bunter. Dort mal, wo, während ich das hier geklebt habe, ist es gar nicht aufgefallen, da groß. Ich habe gedacht, ach, ich wollte den doch ein bisschen draufsetzen. Also, gar nicht so dramatisch. Jetzt unseren Reif da drauf. Ja, ich hoffe, euch gefällt der genauso gut wie mir. Und ja. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und meine Verlosung steht ja auch in Kürze an und die dauert auch nicht lange, muss ich nur noch abdrehen. Genau, mit den Geschenken. Jetzt habe ich meinen langen Faden da drin verheddert. Mit dem ganzen Hin- und Herräumen. Natürlich gefährlich. So. Braucht er ja einfach nur da durchziehen. Er hat sich um den anderen rumgewickelt, deshalb. So. Aber. So. Ja. Und die Sachen müsst ihr euch natürlich dann noch abschneiden. Eine von der einen Seite. Und den anderen von der anderen Seite. Da setzt ihr euch dann auch noch was Weißes drauf. Wenn ihr wollt.
Aber ich denke, das ist ganz gut. Nur da mal entlang. Klebt gerne an der Schere, weil da ja noch Kleber dran ist. Dann haben wir mal entlang. Auch abgegangen. So. Da korrigiere ich noch ein bisschen. Und dann werde ich da nachher schön ein Buch drauflegen, damit das platt ist. Da oben zieht ihr euch noch einen Faden durch. Kann man da auch noch was drauf machen. Vielleicht noch so einen kleinen in der Richtung. Ja, muss ich vorsichtig gerade mit umgehen. Hin. Ah, mir gefällt er. Ist das hundertprozentig perfekt? Nein. Das sieht gut aus. Das ist einfach mal eine coole Idee. Mit einem Set etwas ganz anderes zu machen, als nur irgendwelche Buchstaben auszustanzen. Ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich noch die Sachen bei mir bestellen, wenn ihr wollt. Genau. Vielleicht ein nettes Weihnachtsgeschenk. Okay, das war's also wieder bei mir. Und zwar war das Teil 2 von meinen Weihnachtsideen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ihr wart hier bei Simone stempelt mit mir. Bye, bye.